Eine Maschine der australischen Fluggesellschaft Qantas ist nach Spekulationen über einen angeblichen Absturz sicher gelandet. Der Airbus A380 mit knapp 460 Menschen an Bord hatte technische Probleme gemeldet. Wie Qantas und das Staatsfernsehen in Singapur berichteten, fiel kurz nach dem Start in Singapur eines der vier Triebwerke aus. Den Piloten gelang es dennoch, zum Flughafen Singapur zurückzukehren. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach die Passagiermaschine nach einer Explosion über der indonesischen Insel Batam abgestürzt sei. Nach Angaben der australischen Behörden wurde niemand an Bord verletzt. Ein indonesischer Fernsehsender zeigte Bilder von Trümmerteilen, die angeblich von der Qantas-Maschine stammen sollten. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht. Die Maschine war auf dem Weg von London über Singapur nach Sydney. Die Fluggesellschaft Qantas hat noch niemals in ihrer 90-jährigen Firmengeschichte ein tödliches Flugzeugunglück erlebt. Vorstandschef Alan Joyce sagte am Donnerstag, Qantas werde alle A380-Flüge bis auf Weiteres aussetzen. Dies gilt, bis wir sicher sind, dass die Qantas-Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden, sagte Joyce in Sydney. We would suspend those A380-Services until we are completely confident that Qantas-Safe requirements have been met. Der A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt und kann mehr als 500 Menschen transportieren. Die Notlandung in Singapur ist eine der schwersten Sicherheitspannen mit einem A380 seit Aufnahme des kommerziellen Flugbetriebs vor 3 Jahren.